Heidiho Leute, hier zu einem neuen Part American McGee's Alice. Ja, und heute exklusiv, das ist der erste Part mit meinem neuen Mikrofon, nämlich dem T-Bone SC440 USB Mikrofon. Oh, ich hoffe, ich habe alle Einstellungen so weit hingekriegt, dass es sich einigermaßen gut anhört. Werde ich heute nach der Aufnahme sehen und ich hoffe, es gefällt euch auch. Also es wäre schön, wenn ihr mir ein bisschen Feedback dafür geben würdet. Dafür muss aber auch dieser Kartensoldat hier sterben. Also wenn ihr mir Feedback gibt, dann muss dieser Kartensoldat sterben. Also tut mir leid, Leute, anders geht das hier nicht. Oh, der ist ja auch schon tot. Ja, seht ihr, Leute, jetzt müsst ihr mir Feedback geben. Der Kartensoldat ist gestorben, jetzt brauche ich Feedback. So, und ja, wir haben ja in dem letzten Part den Jabberwocky mal ordentlich eins drüber gezogen. Oder besser gesagt, der Greif hat ihm eine übergezogen. Und seitdem haben wir auch den Jabberwocky-Stab, den Augenstab des Jabberwocky, nur so hieß das Ding, erhalten. Ey, hau doch nicht ab. Hier, ich habe ein paar Jacks für dich. Und ja, seit wir den Jabberwocky da besiegt haben, wurden wir jetzt wieder zurückgeschickt hier in diese Lava-Welt. Und ich hoffe, das hat jetzt auch seinen Grund. Also ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Das ist der einzige Weg, den wir gerade nehmen können. Und den wir mal hier richtig schön hinterrücks eins überziehen. Dass er sich auch schön hinlegt zum Schlafen. Es ist ja auch schon spät, ne? Ach Quatsch, es ist nachmittags. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, oh, warum ist denn die nachmittags zu Hause? Hat die da nichts zu tun in der Uni? Nee, nee. Leute, ich bin schon wieder krank, ne? Ich habe euch ja von meinen übelsten Rückenschmerzen erzählt, ne? Ja, ich war halt endlich mal beim Arzt und es hat sich da wohl herausgestellt. Oh, der will mich beschießen. Es hat sich da herausgestellt, dass es wohl wirklich an meinen Nieren liegt. Also ich habe da wohl eine ordentliche Nierenbeckenentzündung oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas mit den Nieren. Wird schon irgendwas sein. Naja, jetzt habe ich erstmal Antibiotika gekriegt. Und da werde ich jetzt erstmal voll gepumpt werden. Oh, jetzt läuft es hier aber gerade echt scheiße. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Na, mal schauen, wie die Antibiotika so anschlagen. Ob ich da jetzt voll ausgenockt werde. Das wird sicherlich passieren. Naja, wenn ihr in den nächsten Part mich dann immer so... hört, denn wisst ihr, aha, die Antibiotika haben mir das Gehirn vernebelt. Kann passieren, muss aber nicht. Ah, endlich. Was beschießt mich der da oben noch, ey? Hallo? Das reicht doch aber hier mal langsam. Ah, die haben immer von allen Ecken und Enden hier beschossen. Oh, du kriegst mit den Karten hier eins drüber und jetzt sehe ich nichts mehr. Autsch! Jetzt hat er mich hier runtergeschubst. Hallo? Das geht aber nicht so. So behandelt man aber keine Dame. Nee, so behandelt man keine Dame, die Karten spielt. Romy, komm, lass uns eine Weile Romy spielen. Komm, Romy. Romy. Hä? Romy. Hier, Romy. Jetzt habe ich ja bald keine Energie mehr. Sollte ich mich mal langsam drum kümmern. Oh, und nochmal eins verschwinden. So, irgendwie wird er da oben nicht sterben, habe ich das Gefühl. Der hängt aber auch am Leben, der Arsch. Ich glaube, ich treffe den nicht mal. So lange müsste der doch mal hier down gehen. Oh, Schnuppelchen. Geh mal ins Bettchen, ne? Ja, Mutti sagt, du sollst ins Bett, dann gehst du auch ins Bett. Na also, da könntest du wenigstens deine Energie hier mal fallen lassen. Oh, so ein Arsch, ey. So ein Egoist. Na, warte, vielleicht kriege ich die doch noch irgendwie. Irgendwie mit meiner Jump'n'Run-Technik, die ist noch nicht so raus. Oh, da ist ja noch mehr. Oh, da ist ja nur Energie. Muss ich mich doch jetzt hier gar nicht so Jump'n'Run-mäßig hier voll vor euch bloßstellen. Nee, 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 nee. So ist das nicht. Nur damit ihr euch ja wieder über mich lustig macht. Oh, die hat's ja überhaupt nicht drauf. Ach, wartet mal, Leute. Meine Paranoia, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Die meldet sich gerade wieder. Genauso wie meine Nieren sich auch gerade wieder melden. Oh. Oh, mal ein bisschen richtig hinsetzen, so. Ja, okay. Jetzt sind wir an dieser Stelle angelangt. Okay, eine Zwischensequenz. Und das geht nur mit dem Augenstab des Jabberwocky. Hat er jetzt etwa der Greif zu uns gesprochen? Das hat sich angehört wie der Griffen. Ich nenne ihn jetzt Griffen. Greif hört sich scheiße an, Griffen. So, wo habe ich denn den? Ist das der Augenstab? Nee, es ist die Machete. Der 8. Und damit... Feuer! Wow, na, das hat er ordentlich reingezogen hier. Aha, auf der 8 liegt jetzt der Augenstab des Jabberwocky. Das Ding feuert ja mal ordentlich was ab hier. Wow, 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 wow. Also, da kriege ich ja jetzt gerade selber ein bisschen Schiss. Ist ja noch geiler als die Machete. Oh, und da hinten gibt es auch noch mal Energie. Ich brauch zwar keine Lebensenergie, aber so magische Energie wäre nicht schlecht, wenn man die mal ein bisschen aufgeheilt hat.
glaube, ich sollte mal ein bisschen näher ans Mikro gehen. Hallo? Hallo? Könnt ihr mich hören? Natürlich könnt ihr mich hören. Jetzt werde ich erstmal speichern hier. So. Die Dinger sind so eklig. Na egal. Wir gehen einfach mal weiter. Hinein ins Ungewisse. Ah, jetzt haben wir auch wieder die Karte voll. Das Königinnenland. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Es wird jetzt sicherlich automatisch gespeichert haben. Und das sieht ja aus wieder wie so ein Labyrinth hier. Na, ich werde mal den Augenstab des Jabberwocky behalten. Der klotzt bestimmt ordentlich drin. Und dass hier jetzt niemand ist, gefällt mir auch nicht. Also hier kommt doch bestimmt gleich irgendein Hinterhalt oder sowas. Wusste ich's doch. Hallo? Schieß doch mal! Ach, das Ding muss erst aufladen, weil... Oh, der haut aber ordentlich rein, du. Zwar nicht so effektiv, wie ich mir das gewünscht hätte, aber ich glaube, ich bleib lieber bei den Jacks. Die sind mir gerade so ein bisschen lieber. Hm. Oh nein! Nein, 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 nein. Jetzt brauche ich aber echt mal... Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich echt... Okay, ich bin tot. Mein Problem hat sich erledigt. Danke. Da haben sich die netten kleinen Soldaten aber nett um mich gekümmert. Nee, also der Augenstab ist ja scheiße. Dass sie sich erst so Ewigkeiten aufladen muss und dann ein Strahl da rausdümpelt. Mein Gott, da kann ich die auch anpinkeln. Also wirklich mal. Gibt's hier mit einem Jax eins drüber. Die sind viel effektiver. Mit denen komme ich wenigstens klar. Die ziehen auch nicht so viel magische Energie ab. Oh Gott, sind das viele. Mal gucken, vielleicht kriege ich die da ein paar mit den Jacks weg. Die Jacks treffen ja doch mal ab und zu mal mehrere Soldaten. Vielleicht habe ich da ja Glück. Was renne ich da auch noch genau rein? Och du Scheiße. Nein, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Hier, nimm ein paar Jacks. Oh oh. Doch, da hat sie ihn erwischt. Ja, komm. Tötet ihn! Tötet ihn! Autsch! Du bist so gut wie tot und ich brauche nämlich deine Energie. Habe ich jetzt so beschlossen. Dankeschön. Och Mensch, nett, wie die immer hier spenden für mich. Ich bin ja auch so ein armes Mädchen. Hier, du kriegst auch noch was mit den Jacks. Das macht Spaß, mit denen zu spielen. Spiel mit mir! Spiel mit mir! Danke für die Spende! Firma dankt. Huiuiui, ne, hier geht's ja wirklich ab wie Schmitzkatze, Leute. Schmitzkatze. Hihihihi. Lol. Ist aber auch ein alter Witz. Ob ich vielleicht nochmal die andere Seite... Hallo. Ah, noch so ein Vieh. Lauf, Alice. Lauf. Das kam... Ey, hallo. Das war jetzt aber ein bisschen gemein. Dass sie jetzt einfach hier so aus dem Mitte raus auf mich draufgehen hier. So mitten aus dem Gebüsch gesprungen. Au. Und dennoch noch Elektro... Dinger, hier, so ein Donnerblitz hier. Wir sind doch nicht bei Pokémon. Genau, verlier mal deinen Kopf hier. Wie der dabei ausdünstet. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft! So langsam finde ich das Spiel echt ekelig. Wie manchmal da die Gegner explodieren und in ihre Einzelteile zerspringen. Und Gott sei Dank ist die Grafik hier nicht so hundertprozentig supi. Also, wenn man das jetzt so mit normaler Grafik so vergleichen würde, also so die heutzutage so... Hey, das wäre schon nicht... Ich denke mal, da würde die USK... Also nee, Quatsch, die USK, die stuft ja nur ein. Nee, wer schneidet denn die... Ich weiß jetzt nicht, welche Behörde jetzt die Spiele schneidet und so, aber würden sie auf jeden Fall ordentlich dran rumschnibbeln. Also, könnte ich mir schon vorstellen. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, okay, hier wären sie also andere Seite lang gekommen. Hätte ich jetzt eigentlich gespeichert, Leute? Oh, ist mir egal. Ich weiß es nicht mehr. Speichern wir einfach nochmal. Kommt ihr denn her? Hallo? Wo kam die denn jetzt her? Ist das jetzt hier die Speicher, wenn ich so oft speichere, die Strafe dafür oder so? Die hat so oft gespeichert. Jetzt schicken wir hier mal ein paar Soldaten auf den Hals. Klasse. Sowas freut mich ja. Aber ich kann mich ja wehren, ne? Ich bin ja hier so... Ne, also gegen mich kommt ihr nicht an, ihr scheiß Viecher. Ich wehr mich hier. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Habe ich sogar noch ein Herz übrig? Ah, hier kommt ihr her. Hallo? Ah, noch so ein Vieh. Wo ist denn die Energie?
Hier war doch noch so ein großes Herz. Ich glaube, das habe ich schon aufgenommen. So mal aus Versehen. Okay, ich bleib mal hier hinter der Ecke stehen. Und dann schnell davor. Ah, okay, einer ist schon down. Das ist gut. Jetzt... Okay, es sind beide Soldaten down. Jetzt muss ich nur noch dieses komische Vieh erwischen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich nachher nach unten gehen soll. Hier ging es ja nach unten. Wo ist es denn hin? Habe ich das auch schon down gekriegt oder ist es einfach abgehauen? Ich wette, das ist abgehauen und kommt nachher irgendwann wieder. So gemein, wie das Spiel ist. Ja, gut, Leute, gehen wir erstmal nach unten. Habe ich mich jetzt so zu entschieden und ich werde dann auch mal gleich nochmal speichern. Ich habe schon 40 Seiten voll mit Speicherständen. Oh, hier geht doch bestimmt gleich die Tür zu. Oder auch nicht. Aha, jetzt sind wir in den Katakomben. Wow, hier kommt ihr Viecher also her. Ihr seid mutierte Ratten, oder wie? Oh, geht mal zum Schönheitschirurgen. Ey, das könnte, würde euch echt gut tun. Oder mal so zu so einer Schönheitsfarm. Oh, sind beide schon tot? Ey, du Jumping Jack. Was soll denn der Scheiß? Man springt doch nicht einfach irgendeine Frau an. So Unhöflichkeiten hier. Also man wird ja von allen Seiten unhöflich behandelt. Also echt mal, das Spiel ist, müsste echt mal sich ein paar Scheiben von irgendwas... Da sind noch mehr. Ja, alles ist ja ein einziges Labyrinth hier. Ich weiß doch schon wieder gar nicht, wo ich hier langlatschen soll. Aha, hier, von hier kam ich. Dann geht's einmal hier lang. Oder auch nicht. Hallo, von wo kam ich denn jetzt? Ich glaube, von hier kam ich. Ich habe da hier gerade irgendwas wieder gesehen. Nee, war wohl nur Einbildung. Wird dann auch noch gleich wieder gespeichert. Dann kommt bestimmt gleich wieder hier so eine Speicher... Speicherstrafe. Zu oft gespeichert. Tot. Aha, aha. Ah, da ist so ein, Na, wie heißt du denn? Genau. Wir nehmen es mal lieber. Wie nenne ich die denn immer? Ich hab's vergessen. Rampage Mode Spray, genau. Duftend nach Sakrotan. Desinfizierend wirkend. Oh, was ist jetzt mit dem Spiel los? Das Spiel hat gerade irgendwie einen Bug gekriegt oder so. Es tut mir leid, Leute. Was ist denn jetzt los? Hallo? Leute, das tut mir leid. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Spiel los ist. Ich werde mich hier mal einfach verziehen. Weil das gefällt mir da jetzt nicht so, was da jetzt passiert ist. Also irgendwie hat das Spiel gerade Probleme gehabt. So ein bisschen abgeschmiert hier. Ich werde mir die am besten mal einzeln holen. Das ist, glaube ich, so die beste Möglichkeit. Hier, die mutierte Ratte. Oh, scheiße, ich habe keine Energie mehr. Das ist nicht gut. Oh je. Das war wieder die Speicherstrafe, denke ich mal. Oh je. Oh je. Und nochmal. Oh Gott. Stirb doch mal endlich. Stirb, bitte. Oh, danke schön. Ach du Scheiße. Oh, Leute, ey, wo bin ich denn jetzt hier wieder reingeraten? Wo kommen denn die ganzen Viecher jetzt her? Hallo? Geht's noch? Bin ich jetzt hier wieder am Anfang oder wie? Das ist doch nicht normal. Also so langsam denke ich, das Spiel will mich verarschen. Außerdem hat es ja vorhin sich so ein bisschen aufgehangen, wofür ich mich jetzt schon mal entschuldige. Also was da los war, weiß ich nicht. Oh je, ich bräuchte mal wieder Energie. Geh weg. Danke. Danke. So, meine Jacks bitte. So, einmal hier kriegt er da drüber. Oh Gott, ich renne ja schon wieder in die falsche Richtung. Oh, hallo. Ich wollte Sie nicht beleidigen, Sir. Sie haben da ein schönes Herz auf Ihrem Bauch. Das steht Ihnen richtig gut, das Rot. Außerdem, außerdem eine schöne Waffe haben Sie da. Die gefällt mir richtig gut. Ach, Gott sei Dank, wir konnten ihn einlullen. Der Typ war nämlich total hässlich und ich konnte nicht mehr länger lügen. Es wären mir keine guten Lügen mehr eingefallen, Leute. Aber so haben wir ihn zum Glück noch beschwichtigt gekriegt und werden dann auch mal gleich mal noch speichern hier. Jetzt muss ich ja wieder alles von Anfang machen hier. Also so langsam habe ich das Gefühl, gehe ich doch lieber die Katakomben unten lang, wo ich so gesehen habe, was da oben lauert.
als ich da mein Rampage-Mode-Spray da genommen habe. Das war echt nicht lustig, oder Leute? Was da an Viechern angetanzt kam. Vor allem die scheiß Kreischviecher, ich doch da schon wieder gesehen, ihr habt. Ja. Ja. Gehen wir erstmal hier lang. Wie so ein Assassine. Oh nein, da unten sind noch mehr. Leute, Leute, ich weiß echt nicht mehr, was ich hier jetzt noch machen soll. Also, ich bin ja hier nur am Viecher töten jetzt gerade in diesem Part. Das geht so langsam mir gegen den Strich. Müsste doch mal langsam so vorankommen. Ich bin ja immer noch hier oben. Einfach nur, weil ich nicht weiß, wo ich lang gehen muss. Ich wette, ich war schon irgendwo auf dem richtigen Weg. Nur ich war wieder zu doof und bin dann wieder zurückgelaufen. Zumal durch die Horden an Viecher bin ich dann jetzt total durcheinander gekommen. Übrigens. So. Ihr werdet jetzt erstmal alle sterben gehen, ne? Das ist, habe ich jetzt mal so festgelegt. Ab mit ihrem Kopf. So, ihr zwei noch. Und dann ist aber Schicht im Schacht hier langsam. Diese blöde Königin da oben, die kann mich auch mal, ey. Was mache ich hier eigentlich? Ich sollte gar nicht hier sein. Ich sollte schön im Irrenhaus vor mich hin sabbern und so tun, als wäre ich verrückt. Oh, da kommen ja noch mehr. So, wie viele Soldaten hat die eigentlich, die blöde Kuh? Müssen doch bald mal alle aufgebraucht sein. Ich kann es mir nicht erklären, Leute. Ich kann es mir nicht erklären. Okay, hier wird erstmal die Energie genommen. Okay, einer war doch hier noch. Einer war hier definitiv noch. Oh Gott, hier sieht doch alles gleich aus. Ach, jetzt bin ich hier wieder, oder was? Also anscheinend ist das wirklich ein Labyrinth und ich komme irgendwie immer an die gleiche Stelle. Hm, ich stelle mich aber auch heute echt dämlich an, muss ich sagen. Was sagt denn die Uhr? Noch 3 Minuten, Leute. Ich gehe jetzt einfach da unten lang. Scheiß doch was drauf, was da oben rumdümpelt. Die scheiß Kellerratten hier müssen auch mal besiegt werden. Die haben auch eine Freikarte ins Jenseits verdient. Wie jeder hier eigentlich. Außer ich. Und der Greif, der war nett. Ah, nee, Griffin. Griffin war nett. Wir nennen ihn ja nicht mehr Greif, wir nennen ihn ja als Griffin. Das hört sich einfach geiler an. So, Schnuckiputz. Jetzt sind nur noch du und ich da, aber ich wette, es kommen noch andere Viecher. Oh, der hat ein bisschen schnelleres Tempo drauf. Aber dafür springt sein Kopf auch schneller weg. Tja, damit hast du nicht gerechnet. Damit hast du nicht gerechnet. Wird das mal gespeichert hier? Speichern. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ey, der Hutmacher. Ah nee, das da vorne war vorhin die Herzogin. Stimmt, das war gar nicht die Königin, das war die Herzogin. Dann ist jetzt der Hut mal alle so Endgegner, die wir besiegt haben. Kreischvieh! Na warte, die Jacks werden sich schon um dich kümmern. Ey, hau doch nicht ab. Keine Angst, du bist auch noch dran, ins Jenseits zu kommen. Auch wenn du eigentlich schon ein Geist bist und eigentlich tot sein müsstest. Ich vermute zumindest, dass du tot bist. Oh, mein Rücken. Du schon wieder? So, stehen die immer wieder auf? Oder hat die da eine Zucht von den Viechern? Ich weiß es gar nicht. Muss ja eine unendliche Zucht von hier, von all ihren... Ja, du da auch. Das ist doch auch so ein Geistvieh. So langsam gehen die mir echt auf den Geiste. Oder wie ein Kerl sagen würde, die gehen mir echt auf den Sack, ey. Aber so richtig. Die geht mir voll auf den Sack, wisst ihr das? Das ist nicht normal. Okay. Eine Tür und da ist noch so ein komisches mutierte Ratte. Die total hässlich aussieht und lieber mal zum Schönheitschirurgen gesehen, ja, mit ihrem Überbiss und so. Ja, mein Herr, ihren Überbiss, ja, den kriegen wir auf jeden Fall hin. Da müssen sie sich keine Sorgen machen. Die moderne Chirurgie hat da ihre Methoden, so ich glaube. Ach, hier wären wir denn lang gekommen. Okay. Gut. Gucke ich noch da schnell rum. Und dann machen wir die Viecher da noch kalt. Ach, warum war mir das klar? Wisst ihr was? Zack. Zack, hallo. Geh doch mal da. Ach du Scheiße, ich komme da gar nicht durch die Tür durch.
Oder wie jetzt? Oder was jetzt? Oder wo jetzt? Oder warum? Hallo? Wieso komme ich da nicht durch die Tür durch? Seid ihr bescheuert oder was? Ist doch nicht wahr, ey, oder? Die wollen mich doch jetzt hier verarschen. So, die mutierte Ratte bitte noch, die jetzt noch zum Schönheitschirurgen geht im Jenseits. Ach, keine Angst, du wirst als ein wunderschöner Schwan wiedergeboren werden. Das versichere ich dir. Hallo, der lebt ja immer noch. Ah! Ich blieb jetzt so ein bisschen an der Fackel hängen. So dezent. So, und jetzt stirb endlich. Dankeschön. Mann, ey. Geht er mir voll auf den Geist hier alle. Ey, hallo, du lebst ja immer noch. Hartnäckige Viecher. Echt hartnäckig. Komme ich da jetzt lang? Na wohl, Leute, der Part ist schon zu Ende. Deswegen, ich bleibe jetzt einfach hier vorstehen und hoffe, dass nicht noch irgendwelche anderen Viecher aufkreuzen. Und dann würde ich sagen, beenden wir den ersten Part mit meinem neuen Mikrofon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ein bisschen Feedback wäre cool. Wenn es euch gefallen hat, ja. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Also dann, Leute, ciao.